Hallo zusammen, Sapo die Warz. Ich möchte gerne euch ein Video zeigen, wie man unseren kleinen Modellbausatz, den Rebel, zusammenbaut, wie man hier anfängt. Es hat mir ein PDF vorbereitet und dieses und jenes. Es ist gut aus. Wir machen ein Video, dann sehen wir, wie die verschiedenen Bauschritte sind, auf was wir ein bisschen mal schauen beim Starten. Dann haben wir es einfacher. Könnt ihr zwei, drei Mal schauen oder halten es an, je nachdem, dann könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also, ich schwenke nachher ab, dass ihr die ganzen Schritte seht, wie das funktioniert, wie das gemacht wird. Wir reden von dem, unserem Bausatz, da, wenn wir jetzt die Flüssel haben, ist der Teil da. Da haben wir das Baubrett, wo man eigentlich den kompletten Rippenbausatz kann drauf aufbauen. Das ist etwas, wo man nachher auch braucht, in Form von einer Schalttafel oder sonst irgendwie. Wir haben hier die einzelnen Rippen. Der Stringer hier in der Mitte. Dann haben wir hier noch mit eingefräset die ganzen Stäbli, die könnt ihr in der Mitte abeinanderschneiden und so wird er dann aufbauen, das zeige ich euch. Also, gut, ich schwenke ab und ihr könnt dann sehen die verschiedenen Schritte, die ich hier mache. Wenn ihr irgendeine Frage habt oder sonst irgendwie, schreibt ein Mail. Der Bausatz ist bei uns auf der Webseite, kann man bestellen. Das Beplankungsholz tun wir immer zusammen, es ist Paulina, es ist relativ hell. Dann hat es immer etwa zwischen 4 und 6 so Dekostreifen dabei, dunkel. Die kann man dann einsetzen, wo man möchte. Wenn jetzt jemand, so ist es so ein bisschen der Standard, den wir immer so liefern. Den zeige ich euch nachher noch. Aber jetzt einmal, einfach mal zum Grundaufbau, dass wir einmal ein bisschen näher mit herkommen. Also, ich schwenke hier runter, so, dass ihr es gut seht. So, als erstes müsst ihr die ganzen Spanten hier, die Geschichte, mit dem, ihr braucht ein Köttermesser dazu, nicht auf dem Küchentisch, weil wenn ihr durchkommt, habt ihr ein Loch rein, legt eine Unterlage drunter, einfach das hier rausstechen, es hat so Frässtäge, die wir stehen lassen, die mal rausbrechen, könnt es vorher nummerieren, von 1 bis 27 einfach so durch. Ihr könnt von hinten nach vorne oder vorne nach hinten. So wie der Stringer, das Mittelteil da liegt, die ist bei jeder Ausfräsung da, hat es auch da Rippen und dort kommt die hier. Also 1, 2, 3, das ist die 3. 1, 2, das ist die dritte, die dann da hier kommt. Wenn ihr es durchnummeriert, haben wir genauso viele Ausfräsungen da. Da könnt ihr nicht falsch gehen. Der Heckteil vom Rebel, der ist so gekantet. Die Front ist relativ dünn. Die müsst ihr hier ausnehmen. Also ihr könnt es eigentlich nicht falsch machen, weil gegen vorne, gegen da haben wir den Rockerteil, wo man ganz klar sieht, hinten durchläuft er geradeaus. So, als erstes müsst ihr hier, ich tue es so ein bisschen anschieben, müsst ihr auf dem Baubrett, das ihr hier habt, Mitte anzeichnen. Macht einfach eine Linie, zack, und dann hier vorne messen, 14 hat das Ding, macht bei 7 einen Riss, hier auch, 7, so. Dann eine Liste, die ist schon wieder auf dem Boden, nein, die ist da. Zack, mit einer Liste verbinden. Ja. Zack. Dann haben wir die Mitte. Die Mitte brauchen wir nachher, dass das Ganze. Es kommt nicht so drauf an, es muss einfach ein gerader Riss sein. Wenn ihr nicht genau in der Mitte sind, spielt es auch keine Rolle. Es muss einfach gerade sein, eine Linie, nicht dass die ganze Geschichte so ist. Dann brauchen wir den hier, den Stringer. Den mal rausnehmen. Wenn ihr jetzt die Rippen und alles zusammen schon vorgängig rausgenommen habt, könnt ihr machen. Dann müsst ihr einfach, ich tue die immer, tut nicht auf der Fläche oben da, auf der Fläche oben nicht schleifen. Da haben wir jetzt noch die von unserer CNC-Fräse, vom Fräsen ist es relativ rauch. Je ruhiger, je besser, dann hebt der Leim besser. Was ich mache, ist überall dort, wo es festgemacht war, also wo ich hier rausgeschnitten habe, gibt es einen kleinen Ecken. Deshalb schleife ich schnell ab, derzeit.
Wenn ihr keinen so einen Schleifklotz habt, ist es ganz einfach. Ihr kommt ja Weissleim dazu über. Ihr nehmt einen Holzklotz, könnt ihr überall, irgendwo. Hier Leim angeben, auf dem Schleifpapier auch, ein bisschen Weissleim angeben, leicht antrocknen lassen, bis beidseitig ganz ein feines Häutchen gibt vom Weissleim. Den hier draufkleben, zack. Eine halbe Stunde lang ein Buch da drauf oder eine Flasche Wein, die ihr nachher aufmacht während dem Bauen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Dann hebt das nachher da drauf, dann könnt ihr rundum mit dem Kötter abschneiden und ihr habt eine saubere, eine harte Unterlage, wo ihr wirklich winklig schleifen könnt. Ich habe schon mal einen Blog gemacht, wie man so Schleifpads macht. Könnt ihr auch so etwas machen mit zwei Komponenten, respektive mit Kontaktkleber, das geht auch. Da sind ihr eigentlich frei. So. Legen wir das hier her. Jetzt haben wir den Mittelteil. Der ist halt immer ganz leicht ein bisschen gebogen. So, den könnt ihr mal hier drauflegen. So, wird der hier angelegt. Relativ nah an die Linien an. Hinten und vorne gleich viel Abstand ungefähr. Und dann geht ihr her und tünt jede Kerbe hinten und vorne anzeichnen auf dieser Linie, die ihr vorher gezogen habt. So, so. So, so, bis ihr durch sind, alles zusammen. Das, sieht dann, das Ganze sieht so aus. Dann habt ihr überall habt ihr dann da die Markierungen, wo ein Querspann reinkommt. Perfekt. Jetzt nehmen wir einen Winkel. Den könnt ihr hier anschlagen. Ein bisschen führen. Zack, und dünnt. Ihr könnt die Hinter- und die Vorder-, ich tue nicht immer eine Seite verlängern. Also ich mache nicht zwei Risse, ich mache immer nur die Vorder- oder nur die Hinter-, ich mache immer nur die Vorder-, so ich schaffe gegen den Spitz zu. Ja, dann sieht die ganze Geschichte so aus. Wir haben hier jetzt die Länge. Das sind alles Hilfslinien, die brauchen wir, um die Stäbli zu montieren. Die Stäbli haben den Sinn, ich muss jetzt mal schnell ein paar holen, ich will die nicht rausbrechen, weil der Bausatz, sonst muss ich den, habe ich ihn nicht mehr komplett. So. Stäbli holen. So, perfekt. Also. So. Die Stäbli nehmen wir mit Heißlimpistole. Die hier. Passet auf, dass ihr euch kein Heißlimm am Finger anschmieren will. Das gibt Verbrennungen, das ist extrem. Also da ein bisschen Vorsicht. Ich gebe da unten immer an der Stirnseite, zack, und klebe das einfach einmal. Ich muss es so zeigen. So. Klebe das auf der. Ihr müsst immer. Ich bin jetzt, ihr seht da, ich bin eher auf selber Seite der Linie. Alle und nicht kreuz und quer, sonst gibt es ein Zeichen. Ihr müsst alle auf der gleichen Seite haben. So ankleben, dann macht hinten eins und ganz vorne mal eins, so ein Stäbli. Und nachher kommt auf dieser Höhe, kommt irgendwo, kommt dann da oben der Stringer ran. Das ist der ganze Gag. So sieht das aus. Wenn ihr das fertig habt, wenn der Stringer nachher steht, dann könnt ihr die anderen, könnt ihr die Spanten nie machen, ihr könnt in der Mitte auch nochmal ein Brettchen, dann hängen sie euch nicht durch. Dann, wenn ihr das fertig habt, dann könnt ihr überall hier auf die Querspanten, die ihr angezeichnet habt, könnt ihr außen eins anmachen. Ich gehe so jede vierte oder jede fünfte mache ich einen her. Das lange Erfahrung. Der tut eure Spanten so winklig ausrichten. Das Prinzip, was wir hier machen, ist halt, da ist es sehr klein vereinfacht im Maßstab abgerechnet. Wenn wir nachher einen Originalbausatz, wenn ihr so etwas bauen wollt, nach dem, könnt, wenn ihr das so nachvollziehen, wie das hier gemacht wird, in unserem Video, bringt ihr ein komplettes Support zusammen. Da garantieren wir, das ist absolut kein Problem. Viele haben da Angst davor, viele haben auch von dem Bausatz Angst. Es ist absolut keine Hexerei. Es ist sehr einfach und macht wirklich Spass. Gerade wenn man in einer Runde ist, vielleicht noch zwei, drei Freunde.
Die Abend ein bisschen zusammensetzen. Man hat so etwas locker. In 3-4 Übungen hat man so etwas beieinander. Und wenn es halt länger geht, dann ist man einfach geselliger zusammengekocht. That's it. So, das zu dem. Die ganze Sache. Seht, ich habe hier schon mal einen vorbereitet. Der sieht dann so aus. Ich habe jetzt das hier. Die Ausfräsungen, die wir da aussen haben, für diese Linie hier, für das Seitenhölzli, die haben wir nicht mehr eingefräset, weil das Problem ist, wenn man es einfräset, wird es da extrem dünn und die brechen immer gerne ab, wenn man nachher da drüber beplankt. Die haben wir weggelassen. Jetzt ist es einfach so, dass ihr einfach da außen entlang könnt ihr eine feine Leiche, es hat so eine 3 auf 3 mm Leiche dabei, die kleben dann nachher da außen drauf. Ihr könnt es hier mit dem Kleppband, wie ich es hier auch habe, so zusammenspannen, eigentlich perfekt. Dann gibt das nachher ein sauberes Gerippe. Und es muss gerade sein. Ihr lasst den nachher, der ist nachher so aufbauen. Das ist verkehrt, so muss man. So. Der ist nachher so aufbauen. Steht auf diesen Hölzchen oben da. So. Da aussen hat es auch noch eins. Ihr braucht die da aussen nicht unbedingt. Ihr könnt nur in der Mitte machen, dass es geht. Dann könnt ihr schön arbeiten. Da könnt ihr unten durchlangen, zum Kleppband ziehen. Und dann lasst ihr so lange drauf, bis nachher die ganze Oberfläche beplankt ist. Ihr fangt dann, wenn wir dann anfangen zu beplanken, ich hole jetzt schnell noch zwei, drei Leisten, dann kann ich sagen, wo wir anfangen. Spass ins Board bauen damit. Also das ist wirklich für jeden machbar. So. Anfangen tun wir in der Mitte beplanken. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine dunkle Leiste, so etwas haben wir dabei. Genau in die Mitte, die mal aufleimen. Wie leime ich die fest? Jetzt könnt ihr hier zum Beispiel hergehen und etwas Schweres drauflegen, zwei, dreimal. Ihr könnt hier rundherum durchab Kleppband machen. Es hat ja auch Kleppband dabei, das Grüne. Das ist ein sehr gutes, das kann man immer wieder ablösen. Und dann den mal richtig sauber draufleimen. Ihr müsst am Leim wirklich Zeit lassen, dass er wirklich aushärten kann, weil der Mittelteil ist sehr wichtig. Wenn der schräg drauf ist, läuft euch nachher das Board, die Beplankung, alles nachher schräg aus. Genau gleich wie beim Grossen auch. Also, angenommen, wir haben jetzt den Mittelteil drauf, dann fangen wir an beplanken. Ich mache es so, ich mache immer zwei. Ich mache immer hier eine und hier eins. Dann sind wir relativ schnell draußen. Also eben, das ist mit dem, wie der Leim zieht. Wenn ihr es drinnen macht, so bei 20 Grad oder jetzt Zimmertemperatur, sind ihr gut, leimen da locker 7-8 Leisten am Abend. Das geht schnell. Einfach die Leisten hierher, Kleppband nehmen, zusammenziehen, that's it. Und so baut ihr vor zu da raus. Ihr könnt den Überstand, alles zusammen, also ihr könnt die Leiste ruhig länger lassen, vorne, hinten, könnt ihr länger lassen, die kann man nachher schön sauber abschneiden und dann schleifen. Also lieber zu gross bauen, null Problem. Ihr baut mit der breiten Leiste, bis ihr einmal da aussen sind am Rand. Wenn ihr da aussen sind am Rand, haben wir aus Paulina nachher relativ schmale Leiste, die haben etwa 6 mm in der Breite. Mit denen macht man dann die Rundung. Wenn wir so grosse Leisten haben, wie wir sie auf dem Deck brauchen, steht das übertrieben nachher so auf. Und ihr bringt es nie sauber an oder sie brechen da in der Mitte. Also, von dort weg, wo dann wirklich die Aussenrundung anfängt, nehmen wir die schmalen Leisten. That's it. So, irgendwann, wenn wir dann da sind, dann seht die ganze Sache von dem Rebell. Wir haben hier eine stabilere Leiste genommen, weil das Thema ist, ich tue mal noch zwischendurch aufschwenken, weil sonst sehen da noch immer einen Schnorren und haben nie ein Bild dazu, wobei mich kennen da ja mittlerweile. So, wir haben eine stabilere Leiste genommen. Bei diesem Bausatz will ich den unten offen lassen, weil den haben wir an den Ausstellungen dabei. Wenn das einen Haufen Leute in die Hände nehmen und wir das mit unseren feinen Leisten, die wir hier dabei haben, gemacht hätten, dann wäre der x-mal schon kaputt gegangen, dann haben wir keinen Bock. Das ist der Grund, wieso dass wir da dicker gefahren sind. Das Ganze sieht so aus nachher von unten. Da sind die Leisten von der Mitte, die sind da dran. Da habt ihr die Seitenleiste, eben ihr seht, ich habe nur immer alle vierte, alle fünfte Dinge
aus einer Liste gemacht, derzeit. Mehr brauchen wir gar nicht. Da seht ihr die Einteilung mit Bleistift. Das ist das, was ich vorher euch gezeigt habe. Derzeit. So, die ganze Beplankung sieht nachher so aus. Ich habe jetzt hier einen Dunkel genommen, das ist der Mittelteil. Da habe ich eine Fichte genommen. Das andere ist Paulina bis raus. Und da außen haben wir eben dann die Kleinen dran. Ihr könnt einfach hier mal genug weit rausfahren. Ihr könnt nachher mit dem Schleifpapier oder mit einem kleinen Hübeli, empfehle ich euch zum Kaufen. Ist eine sehr gute Sache. Wir stellen dann im zweiten Teil von dem Block stellen wir noch ein Werkzeug vor, das ihr eigentlich solltet oder könnt kosten. Es geht um das. Also, das ist so ein Höbeli, kommen wir überall im Baumarkt über, Jumbo oder so. Das ist von der Stanley. Das ist das da. Das ist noch lässig. Und zwar hat das den Vorteil, ihr könnt die Klinge da vorne montieren oder ihr könnt sie da hinten montieren. Wenn ihr sie da vorne macht, könnt ihr wirklich auf Null anhobeln. Dann ist die Klinge da vorne. Ihr könnt sehr sauber einstellen. Es hat hier so ein Rädchen, wo man die Schraube zuerst löst, hier mit dem Schraubenzieher. Und dann kann man hier eigentlich ganz fein die Klingen einstellen. Es hat eine Wechselklinge, ist Hartmetall. Das Hübeli könnt ihr nachher auch einfach wieder neue Klingen posten, die gibt es einzeln. Und das Coole an dem ist, wenn ihr nachher einen grossen baut, könnt ihr genau das, wir verwenden das auch, du musst die Rails hobeln und. Das ist wirklich noch eine zwäge Sache. Kostet irgendwie 25 Eier, das Ding, aber es lohnt sich, ist wirklich cool, man kann es gut heben. Klingen kann man hier in Detailien versorgen. Dann hat man sie immer dabei. Auch wenn man jetzt mal zum Kollegen arbeiten oder so, hat man das Werkzeug eigentlich dabei. That's it. Da mit dem, wenn wir jetzt hier außen die Rails haben, ihr habt jetzt hier das Beplankungsholz, das hier weiter runterläuft. Die Railteile habt ihr noch nicht dran. Dann könnt ihr hier nachher schön entlang hobeln. Schöne Kontur. Und so, ihr müsst nicht nach der Rippe gehen. So wie ihr eure Kontur aussen nachher anhobelt mit dem Holz, das von der Beplankung vom Deck raussteht, wenn ihr es hobelt, da gibt euch die Form vom Board. Auch später. Und die Linien, die dürfen nicht so im Zickzack sein, die müssen wirklich schön dynamisch durchlaufen. Da müsst ihr ein bisschen schauen, da müsst ihr ein bisschen ein Auge entwickeln dafür. Ihr könnt nicht alles mit dem Hobel machen, den Hobel braucht man zum die Roharbeit machen und nachher schleift man dann mit dem Schleifpapier, dass ihr wirklich eine schöne umlaufende Kante habt. Ihr könnt zum Beispiel auch in die Mitte aufs Ganze einen Karton legen und da unten entlang, also da mit einem Bleistift entlang fahren. Wenn jetzt hier oben der Karton liegt, könnt ihr es hier unten anzeichnen. Dann könnt ihr den ausschneiden und können überlegen auf die andere Seite und von oben könnt ihr es dann anzeichnen und dann habt ihr beidseitig genau dieselben Konturen. Da machen wir bei sehr speziellen Formen, die Kunden wünschen, machen wir damit so, dass wir wirklich symmetrisch sind. Sieht noch gut aus, wenn man bei dem kleinen Bock sieht man jeden Fehler mehr oder weniger, wenn es dann so eiermäßige Konturen hat draussen rum. Da lohnt sich das noch. So, wenn ihr Kontur habt, nachher alles zusammen, dann macht ihr ja dann werden die Rails angemacht, auch wieder mit Klebeband da unten, Schicht für Schicht angezogen. Wenn ihr jetzt hier eine starke Rundung habt, wo ihr seht, oh, da spannt die Liste, wie verrückt, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Ein Wasserbecken, lauwarmes Wasser, dort tun ihr den Teil, der rund sein sollte, den ihr umbeugen müsst, dort tun ihr dort rein, 5 Minuten drin lassen, etwas trinken, nachher rausnehmen, der Frau ihren Föhn klauen und dann könnt ihr die Liste, ich zeige es euch da schnell, kann jetzt die auch nicht stark beugen. Angenommen, ich müsste jetzt von da vorne bis dahinter müsste ich beugen. Wenn ich das so mache, dann mache ich irgendwann den. Wenn ich das Ganze aber in ein lauwarmes Wasser reinlege und tränke, sicher mal die doppelte Länge, wie wenn ihr braucht, zum Umbeugen, dann mache ich da nachher mit dem Föhn hier oben durch heiß, wo es nass ist. Und tue vorzu immer wieder ein bisschen mehr nachbeugen. Immer wieder ein bisschen beugen, wieder heiß machen, bis die Liste wieder trocken ist.
Wenn ihr noch zu wenig habt, legt ihr die vorgebogene Liste wieder ins lauwarme Wasser, macht das gleiche Prozedere nochmal und da könnt ihr also auf sehr kleinem Radius könnt ihr eine super Rundung anbringen. That's it. Das ist der ganze Gammel. Ich hoffe, ich kann mal ein bisschen die ganze Angst von dieser Geschichte ein bisschen nehmen. Wir machen noch einen zweiten und einen dritten Teil. Wie man, auf was für Kleinigkeiten dass man noch müsste eingehen. Auch wie zum Beispiel Werkzeuge. Und wir tun ja, wenn jemand sich sagt, ja, ich möchte nachher einen grossen bauen, ich baue aber zuerst einen kleinen, der 1:10 Rebel, dann könnt ihr, tun wir eigentlich das Werkzeug gerade von Anfang an so vorstellen und euch sagen, wo ihr es überkommt, dass ihr auch nachher nicht nochmal Werkzeug postet. Das wäre eigentlich schade. Wichtig ist, dass man es weiterverwenden kann, wie jetzt das Höbeli, die Schleifpad, die ich schon mal vorgestellt habe, eine Heisslimpistole braucht ihr auch, beim Grossen wie beim Kleinen. Der Grund ist, wieso dass man die Klötzchen, wo das Board drauf steht, mit Heisslim macht. Wenn ihr Weisslim nehmt, bringt ihr sie nie mehr weg. Die heben nachher wie der Teufel. Wenn ihr Heisslim nehmt, sehr wenig. Es hebt am Anfang nicht so gut, aber sehr wenig Heisslim an. Dann könnt ihr die sind jetzt auch mit Heisslim gemacht, könnt ihr da einfach nachher mit einem kleinen Hämmerli Tack Eis geben und dann brechen die ab und es verletzt euch oben kein String und es brechen nicht nachträglich da noch Spanten raus. Das ist der Grund, wieso dass man den Heisslim verwendet. Ja, that's it. Das wäre es eigentlich. Wenn ihr Fragen habt, dann über das FB schreiben oder bei uns über die Mail. Ihr könnt auch beim Robin. Der Robin hat die Baus jetzt auch im Lager. ebensurf.ch, seiner Webseite, findet ihr auch. Er hat so einen Kasten für Fragen und Antworten, den könnt ihr ihm auch schreiben. Oder bei uns, sub.woodyboards.ch. Unsere Mailadresse ist sub.woodyboards@gmail.com. Und wir sind immer offen auch für neue Anregungen. Was jetzt neu dazu kommt, was wir werden machen, so ein bisschen als Fun-Future. Alle die, die schon Bausatz gekauft haben, die können das nachordern, wenn sie möchten. Ein kleines Paddel und zwei, drei Finnen mit CNC vorgefräst, dass man hier noch so ein Paddel drauf tun könnte. Machen wir mit einem schönen Dübelstäbli und das Paddel ist dann vorgefräst, das kann man dann schleifen. Mal schauen, wenn jemand noch möchte, könnte man vielleicht mit zwei verschiedenen Holzarten arbeiten. So eigentlich, wie man die grossen macht. Ist in dem kleinen Bereich, wo wir hier arbeiten, mit dem 1:10 Grösse, sicher ein Höllenspass, sieht cool aus. Und staffiert die ganze Geschichte noch aus. Wir haben jetzt zum Beispiel, den hier lassen wir nur halben, dass wir den Leuten zeigen können, wie es hier unten aussieht. Ich habe viele Kunden, die lassen den halben. Machen hier eine LED-Beleuchtung hinein, hängen das nachher irgendwo an die Wand. Man kann hier Schneidbrettchen draus machen. Man kann, also es gibt hier extreme Geschichten, was die Kunden schon alles gemacht haben damit. Und wir wären auch froh, wenn alle die mal würden das Foto posten bei uns. Einfach mal, dass andere auch mal sehen, hey, was ist alles machbar. Und das ist wirklich, traut euch da dran an. Wir sind für euch da, wenn ihr Fragen habt. Es ist wirklich sehr einfach und es ist wirklich eine spaßige Geschichte. Gerade wenn man im SAP-Bereich das als Hobby hat und sich interessiert, wie man so ein Board eigentlich baut, wie das aufbaut, wie das ist wirklich 1:1 verkleinert. Der Rebel-Bausatz haben wir einfach nur verkleinert, abgerechnet und es sind gleich viel Spanten, alles zusammen, es ist der gleiche Rocker, total gleich. Darum müsst ihr da keine Angst haben, dass wenn ihr das zusammenbracht, dann bringt ihr einen grossen auch zusammen. Hey, ich wünsche euch mega viel Spass beim Bauen, eine schöne Zeit noch auf dem Wasser und bleibt trocken, euer Woody. Ciao, ciao.